I've got so much that I wanna say, but every time I open up my mouth, the words just fall away. Was auch kommen mag, ich verspreche dir, ein guter, ehrenwerter Ehemann und ein Fels in der Brandung zu sein. Du wirst dich auf mich verlassen können und ich werde mein Bestes geben, um dir ein glückliches und vor allem zufriedenes Leben zu ermöglichen. Und heute habe ich die Ehre, dich zu meiner wunderschönen Ehefrau zu nehmen. Ich liebe dich. Du willst immer nur das Beste in jedem Menschen sehen, auch weil du halt so bist. Nicht, weil du glaubst, dass es so sein muss, sondern einfach, weil du das so möchtest. Und selbst nach dem schlimmsten Streit willst du einfach nur vergeben und willst, dass alles wieder gut ist. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, dass man sich nicht nur an dem heutigen Tage füreinander entscheiden soll und sich freuen soll, dass man miteinander ist, sondern dass es einfach jeden Tag so sein soll. Und genau das möchte ich dir heute versprechen. Dass ich nicht nur heute Ja zu dir sage, sondern dass ich mich jeden Tag aufs Neue für dich entscheiden will. Ich liebe dich. Lieber Martin, ist es dein eigener und freier Wille, die Ehe mit der hier anwesenden Melanie Haag einzugehen? Dann antworte mit einem deutlichen Ja. Ja. Liebe Melanie, ist es auch dein eigener und freier Wille, die Ehe mit dem hier anwesenden Martin Zwipkowitz einzugehen? Dann antworte auch du mit einem deutlichen Ja. Ja. Nachdem ihr beide meine Frage mit einem kräftigen Ja beantwortet habt, freue ich mich, aussprechen zu dürfen, dass ihr nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Hollywood love.